Und dadurch kommt Dusselinfa zu ihrem 11. Tor. Torschütze mit der Nummer 11, Caroline Mock. Wieder auflösen zum zweiten Kreisläufer bei der TSG. Schien aber jetzt ein bisschen Unordnung mit dabei zu sein. Trotzdem wird weiter spielen mit zwei Kreisläufern. Susan Möller dort mit der Chance. So, das war der Abschluss in der ersten Halbzeit. Halbzeitstand 19:11 für die TSG Wismar. Wir hoffen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein etwas spannenderes Spiel erleben können. Dass die Trainerin auf Linforter Seite die richtigen Worte findet, dass ihre Mannschaft vernünftig eingestellt rauskommt. Weil sonst wird das hier ein Debakel für ihre Mannschaft und eine lange, lange schwere Heimfahrt für sie. So, das war der Anwurf zur zweiten Halbzeit zwischen der TSG Wismar und TuS Linfort mit dem Spielstand von 19:11. Neu bei der TSG mit dem Spiel Judith Reefs, sie ist für Stefanie Lars gekommen. Und das war mein Ball ins Leere. Auch neue im Tor, jetzt mit der Nummer 1, Justine Steiner für Antje Borkowski. Die soll auch hier ihre Spielanteile bekommen, was der Spielstand natürlich auch der Trainerin Marina Bratenkova auch ermöglicht. Mal etwas anderes gespielt bei der TSG, sah es noch nicht ganz so sicher. Gucken, ob wir es gleich nochmal sehen. Spielzug, den man dort hat versucht zu spielen, ist exzellent für einen Kreisläufer geeignet, um zum Abschluss zu kommen, aber eben dann auch über die Rückraumposition. Dieser Ball wiederum geht aber vorbei von Ludmila Jamacek. Wenn TuS Linfort hier heute noch etwas bewegen möchte, dann müssen sie langsam es lernen, den Ball schnell nach vorne zu tragen. Gerade die erste und zweite Welle funktioniert gar nicht bei ihnen. Schnelle Mitte muss gespielt werden und dann muss eben dann auch mal mehr Druck zum Tor. Das wird viel, viel parallel gespielt. Und wenn man eben halt die Wurfsituation hat, wo die Abwehr sich noch gar nicht mehr so großartig bewegen muss, ist immer noch wieder die Torhüterin da von der TSG. Man muss es einfach schaffen, mehr in der kleinen Gruppe zu arbeiten. Wir sehen hier viel zu viele Einzelaktionen. Hier sieht man es besser. Das Auge für die Mitspielerin. Ganz einfach. Franka Kühner verzögert ein bisschen, läuft dann nach, hat dadurch die Lücke und trifft dort um 20:11. Gut gesehen auch von Franziska Heppler auf der anderen Seite. Jetzt versucht man wenigstens ein bisschen was in Bewegung zu machen. Aber es bleibt momentan nur beim Versuch. Da stimmte das Distanzverhältnis zur Abwehr einfach auch nicht. Dadurch der Ballverlust. Aber auf der anderen Seite auch zu schnell nach vorne gespielt.
Und dann kommt sowas auch noch mit dazu, da rechnet die eigene Mitspielerin eben halt nicht mit dem Anspiel am Kreis, ist nicht anspielbereit. Und auf der anderen Seite tankt sich Emilie Schulz durch. Dafür kann man auch ruhig schon mal einen 7 Meter geben. Das ist hier heute der deutliche Unterschied zwischen beiden Mannschaften, das Tempo einfach. Und eben halt auch die nötige Einsatzbereitschaft, aufs Tor zu gehen. Und dann 7 Meter für die TSG. Unnötiges Foul durch die Nummer 18. Die mit Hüßmanns mit der Zeitstrafe. Und auf der anderen Seite mit der Nummer 18 Evelyn Ludmila Mijamacek mit dem zweiten verworfenen 7 Meter. Aber die TSG bleibt im Ballbesitz. Ja, das Foul, das war natürlich eine unnötige Aktion, undiszipliniert. Sie hat da ihrer Mannschaft damit natürlich keinen Dienst erwiesen. Dann lässt man lieber das Tor zu. So muss jetzt der TuS Linfor 2 Minuten in Unterzahl spielen. Sie haben ja schon eine Gleichzahl, große Probleme. Hier aber auch unsauber gespielt. Und gut gesehen von den Schiedsrichtern, den Übertreten von der Nummer 11, Caroline Mock. Ja, Beginn der zweiten Halbzeit sehr, sehr zerfahren mit vielen, vielen Fehlern. Auf beiden Seiten aber. Hier wieder nur eine Einzelaktion. Wichtig, irgendwie mal den Nebenmann zu suchen, ein, zwei Mal durchzuspielen, Welle mit Druck aufs Tor arbeiten. Aber es wird natürlich relativ schwer, wenn man das versucht auf 10 Elfmetern zu machen. Dürfte auch so langsam das passive Vorwarnzeichen kommen. Wenn ich die Nummer 14, Felicia Idelberger, vorher abgeschlossen hätte, am Tor vorbei. Wieder im Spiel Susanne Möller. Auch hier jetzt das Distanzverhältnis auf der TSG. Angriffsseite hat nicht gepasst. Und jetzt haben sie mal schnell geschaltet. Den Freiwurf schnell ausgeführt und Tor durch die Nummer 6. Rebecca Müller. Mit dem Anschluss zum 12:20. Und auf der anderen Seite auch die Nummer 6, Franziska Heppler. Man merkt, es kommt sofort die Antwort von der TSG. Brauchen gar nicht lange spielen. Wir haben auch heute noch wirklich keinen Positionsangriff von der TSG gesehen. Wenn denn die Angriffe waren dann auch relativ einfach strukturiert. Das scheint heute zu reichen, dieses einfache Stilmittel. Man sieht hier, dass TuS Linfort was spielt, mit Einläufer arbeitet, aber die Abwehr von der TSG sich gar nicht bewegen muss, weil es wirklich ohne Zug zum Tor passiert. Man sucht immer wieder die Kreisläuferin, die relativ weit abgeschirmt ist. Auch hier wird es nicht mehr lange dauern, dann kommt das passive Vorwarnzeichen. Wieder scheitert Felicia Edelberger an Justine Steiner. Franka Kühne macht jetzt mittlerweile Platz für die Nummer 22. Christine Wolter, auch sie soll ihre Möglichkeiten bekommen, heute Spielanteile zu kriegen. Einzig richtige Entscheidung von Pratenkova, hier auch alle Leute mit einzubinden. Aber auf der anderen Seite der Pass ins Leere gespielt von Susanne Möller.
Aber Justin Steiner war da. Und er hält gegen Caroline Mock. Aber auch gut zurückgelaufen mit der Nummer 6, Franziska Hepler. Und 2 Minuten für die Nummer 9, Evelyn Schulz. Nach dem Stoßen in der Luft. Und die erste Überzahlsituation für den TuS Lindford. Mal gucken, was sie daraus machen können. Mittlerweile sind knapp 9 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Es steht 21-12. Tor durch die Nummer 3, Vanessa Idelsberger. Nichtsdestotrotz hält Pratenkova an ihrem Konzept fest, wechselt weiter. Franka Kühne in der im Angriff aus, bringt dafür Christine Wolter. Und abgestanden von der Nummer 10 auf Bismaraner Seite Judith Dreves. Ist natürlich klar, wenn man Leute bringt, die weniger Spielpraxis haben, dass es noch nicht gleich alles funktioniert. Deswegen ist es gut, in solchen Spielen Spielpraxis zu bekommen, dass, wenn es eben halt mal drauf ankommt, die Leute auch funktionieren. TuS Lindford verkürzt weiter auf 14-21. Also diese Überzahlsituation scheinen sie gut zu nutzen. Franziska Hüppler scheitert, aber es gibt Einwurf. Marin Tegler führt diesen aus. Jetzt wird viel in den Rücken gespielt. Passives Vorwarnzeichen. Franziska Hüppler nimmt sich diesen Wurf und hat da fast noch Glück, dass er auch reingeht. Von knapp 15 Meter aus. Auf der anderen Seite, hervorragend gehalten von Justin Steiner. Völlig frei kam Caroline Mock da zum Wurf. Auf die Torfahrung kann sich die TSG